Ziel erreicht. Erkunde den Spalt. Und den Tempospalt alle auf Silber. Das sieht echt abartig aus. Oh Mann. Nee, Karte will ich eigentlich, aber ich lasse ihn jetzt erstmal noch ganz in Ruhe zu Ende speichern. So, Bargeld. Kräfte. Was haben wir denn neu bei Supersprint? Sprint über Wasserlaufen haben wir jetzt dazu gekriegt. Und Sprint Eile. Der ist auch neu. Wird maximale Geschwindigkeit schneller erreicht. Okay. Schön. Können wir ja gleich mal testen. Und zwar sprinten wir jetzt mal runter zum Telekinese-Vandalismus. Die letzten zwei. Dann ist es endlich durch. Und wir können auch jetzt schon weitaus höher springen. Fällt mir jetzt auch mal gerade eben so auf. Moment, erstmal stehen bleiben. Ja, die Geschwindigkeit ist wirklich schneller oben. Der braucht nicht mehr so schnell zum Anlauf nehmen. Die ist praktisch sofort da. Naja, fast sofort. Und hepp! Wo ist er? Hier vorne ist er. Dann fangen wir mal an. Ein bisschen Randale schieben. Haben wir hier vorne nicht irgendwo einen Ball gehabt, den wir mitnehmen können? Genau. Hört auf, mich anzuzünden. Das ist scheiße. Bams. Oh, ja, ja. Müllwagen. Müllwagen sind immer gut. Bleib hier. Der hält nämlich so schön aus. Nein, du sollst hier bleiben, du Blödarsch. Ah. Na, super. Jetzt haut er schon wieder ab. Naja, gut, dann ist er jetzt halt weg. Dann müssen wir den Wagen zerlegen. Den können wir auch noch kaputt machen. Dann haben wir vorne da, hier, da hinten haben wir noch irgendwas. Nee, haben wir doch nicht. Das war nur ein komisches Schild. Aber den Wagen können wir noch ein bisschen zerlegen. Na, scheiß brennen. Komm, dann noch mal ein bisschen schubsen. Den wollen wir einfach mal dahin rollen und den nehmen wir einfach mal mit. Wo nehmen wir den denn? Ach hier, komm, schmeißen wir den auch mit dahin. Oh, vielleicht erwischt er ja was. Hau ab, du scheiß Auto! Müllwagen! Bullen! Bam! Damit haben wir schon mal Bronze. Bräuchte einen neuen Ball. Bräuchte einen neuen Ball. Irgendwo hier. Hier vorne haben wir doch noch bestimmt ohne Ende. Hier haben wir einen. Das ist das Schöne hier an der ganzen Geschichte. Wenn man nämlich einmal einen Ball hatte, dann kommt der immer wieder. Das heißt, je mehr Bälle man hat oder gefunden hat im Allgemeinen, umso besser ist es, weil halt, ne? Man kann die sich immer wiederholen. Oh, this is therapeutic. Jawoll! Silber haben wir damit dann auch schon. Vom Feinsten. Silber kann ich auf jeden Fall sehr gut mit leben. Schön. Ein Teil fehlt uns noch. Ein einziger. Karte. Wo ist er? Wo ist der letzte? Da. Da ist der Telekinese-Spalt.
Das ist dieses Tennisspiel. Wenn man sich daran erinnert, das habe ich ja auch einmal gemacht. Es gibt da auch nur zwei von. Der ist eigentlich richtig cool. Der macht Fun ohne Ende. So, dann wollen wir mal. Zack, zack. Und das Schöne ist, man hat hier keine Zeitbegrenzung wirklich. Man kann sich hier wirklich Zeit lassen. Na. Los, komm, ich brauche einen Ball. Rot brauche ich nicht. Gelb ist gut. Gelb ist gut. Na los, komm. Gib mir den Ball! Nein, ich brauche keinen Break. Einzige, was ich brauche, ist noch ein Ball. Und damit haben wir schon mal Bronze. Jetzt geht's nach oben. Hui! Nein! Ich muss doch nur nach oben. Dahin will ich. So. Oh. Oh, hier ist viel. Hier ist viel. Einmal dahin. Zack. Rot. Auch ein roter. Gelb. Rot. Rot. Ball. Komm, Ball. Einmal. Ah, ne, war falsch. Ich muss da hinten hin. Jetzt brauche ich noch einen Ball. Patsch. Patsch. Come on. Jetzt fängst du an, wo plötzlich zu schießen mit den Dingern. Woher lässt er sich Zeit hoch 3? Und die Mitte ist raus. Nee, doch noch nicht. Na. Aber jetzt ist er raus. Haben wir schon mal Silber. Und der nächste weg. Ah, Mann! Naja, da geht schon noch einiges. Aber naja, wir haben es geschafft. Es ist auf jeden Fall Silber. Und das sollte uns auf jeden Fall reichen. Weil das auf Gold hochzuziehen, dann müsste ich noch ein paar mehr Anläufe nehmen.
Boah, Wahnsinn, endlich. Silbermedaille im TK-Spalt. Haben wir damit jetzt auch wieder eine Herausforderung weg. Aufträge. Moment, wie sieht die Karte aus? Ja, es ist nur noch der Turm. Es ist nur noch der Turm so gesehen übrig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, theoretisch, wären die ganzen Audiologs einsammeln. Und sobald wir die dann haben, haben wir dann wirklich so gut wie fast alles. Ach komm, das können wir jetzt auch noch gerade schnell machen. So, den muss ich jetzt einmal kurz... Sorry, den breche ich einmal nicht ab, aber... So, dann kann ich schon mal den nächsten einsetzen. But at what cost? I couldn't risk letting a sociopath run things. So I did what I had to do. Never thought the bastard would survive the explosion. Und der nächste. I don't regret much. You make your choices, you live with them. But if I could take anything back, it would be the way things ended up with Angela. It was all fun and games for her. She wanted to be just like Benjamin. I shouldn't have let her get in so deep. Karte. Da haben wir noch einen von Johnny. Na, ist bestimmt hier irgendwo auf dem Boden. Volltreffer. Den sehen wir. Karte, gleich den nächsten anvisieren. First, we lost Lynn to the rollers back in Stillwater. And then Julius tried blowing up the boss and the Saints fell apart. And after getting the crew back together, the Brotherhood had Carlos killed and... Aisha. Well, I lost her to the Ronin. And then fucking Philippe Loren tried taking me out, only to have Zignac come in and snatch me from the Saints anyway. Like I said. Shit's always been rough. Ja, fuck, das war so knapp. Aisha's dead. Ja, stimmt ja, wir haben jetzt einen Wasserlauf. Da kann ich jetzt einmal von hinten ranrennen. Können wir jetzt gleich mal testen. I thought I'd made peace with it, but Zignac's fucking simulated hell took its toll. You know, I knew the whole point was that I'd never be able to save her, but that shit would never stop me from trying. The boss didn't show up to help. I don't know how much longer I could have kept it together. Na, wo ist er? Aber der Wasserlauf ist geil. Auch wenn er wahrscheinlich im Spiel selber nicht wirklich viel bringt, weil wann muss man mal über Wasser laufen? Put me in charge of the brothel. Sorry. Was the best idea King ever had. There's no way anyone else in Stillwater would have been able to control the girls the way I did. It brought in the money, it brought in the clients, and it would have been the backbone of the Vice Kings if Gat and all the Saints hadn't ruined it all. I am awesome! Genau! Aber sowas von awesome bin ich! So, da haben wir schon wieder einen, jetzt bevor ich den unterbreche. Einmal Bargeld holen. Ich mache das andersrum. Ich wähle gleich schon direkt den nächsten Punkt an. Ist doch viel besser. So, den nächsten haben wir hier. Nein! Ich bin runtergefallen! King never had the control he thought he did over the Vice Kings. It was all me and Warren keeping things running. Well, Sekunde. Aus irgendeinem Grund hat er das Ding nicht auf der Karte. Warren's ego got just as big as Benjamin's in the end. He thought the two of us would rule the city. Guess he didn't know me like he thought he did. Wo ist er?
irgendwo. Wahrscheinlich da oben auf dem Haus. Hier ist er. Karte. Da haben wir hier oben sie. Jetzt könnten wir direkt nach unten gehen. Komm, holen wir jetzt da den nächsten ab. Warren, Tony, Alderman Hughes. I had them all wrapped around my finger. They would have died for me. Come to think of it, I guess they did. Darf. Tanja ist ja wirklich eine dämliche Ziege. Aber zum Glück ist sie auch tot und wir müssen uns nur mit ihr in dieser Simulation zufrieden geben, so gesehen, weil auf der realen Erde gibt's die halt nicht mehr. Wusch! Na, komm schon her, du scheiß Audiolog. Wo hast du dich versteckt? Da ist er. So. Karte. Nächsten. Okay, maybe it didn't all work out the way I planned. You know, Shiny got a TV show and every guy in the world wanted her. I was doing commercials and barely getting my music off the ground. But still, now I'm the deputy chief of staff of the president of the United States, so that's gotta count for something. Though, I don't think the approval ratings are gonna much matter anymore. Naja, die waren ja irgendwie so dermaßen gut. Wir standen ja nur auf 20%. So, wir haben jetzt da hinten noch ein paar Audiologs. Schon mal den nächsten anvisieren. Einsacken. Oleg is one of the best things that ever happened to me, and right now it feels like the worst. I'm up here trying to save us from captivity and psychological torture, and all I can think about is him. He's the only one who ever truly understood what I was saying. I never thought I'd meet someone with an intelligence nearly matching my own who made me feel like I wasn't constantly missing something in my life. Now I am. Now I miss him. Oh. Aber Kinsey hat doch jetzt uns davon. Dafür. Und wir verstehen natürlich alles. Wir sind die übelsten Frauenversteher. Auf jeden Fall. Was denken die sich denn eigentlich? Mensch. Das tut jetzt mir irgendwie so ein bisschen meine Gefühle verletzen, meine nicht vorhandenen. Aber egal. Sind halt so Frauen so ein bisschen schroff. Hin und wieder mal. Ja. So, da hinten haben wir den nächsten Audiolog. Ach, das ist ja gleich um die Ecke, gleich da. Dann. Dann muss man den. Nehmen. Ey! Nehmen. When I heard the Saints were back in Stillwater, I figured it couldn't hurt to have a little more muscle on the Brotherhood side. 2080 was a fair split for a bunch of has-beens from the road. After all, we were the strongest crew in the city. What do we have to fear from them? If their leader wasn't such a greedy asshole, maybe things wouldn't have escalated like they did. Driving this city is expensive. Ja sicher. Komm, ich bring dich schnell ein Ziel. Ich trete deine Karre einfach dahin. Karte. Da haben wir noch einen. Haben wir's fast. After what the Saints did to my phase, they had to expect a little payback. Carlos was an easy target and hurt their boss the most. But Jessica, that was going too far. Then Vogel rips off my shipment after letting my crew get killed. And I wasn't about to let the Brotherhood go down because of some prick in a suit. Und der nächste ist da oben drauf. Das heißt, ich kann jetzt schon mal hier den noch einen weiteren anvisieren. Da hinten haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Nehmen wir den als nächstes. Alle hepp. Warum habe ich jetzt kein Ding auf der Karte? So. Right. I mean, they couldn't kill me in my own home. What chance did they have to survive my trap? I have a perfect setup. Even used the truck that killed Jessica for a little poetic justice. But it didn't matter. I lost. Fucking Saints. Was heißt hier fucking Saints?
Hätte sie auch überwechseln können, so gesehen. Zack. Working for the Syndicate was a great job. That is until Philippe Loren died, because Kilbane was one scary psychopath. I mean, I watched him kill Kiki right in front of me. And right in front of her own sister. So I went after the Saints instead. Wrong choice on my part. But they let me live. And surprisingly, so did Kilbane. Only option then was to leave the country and hide. Karte. Jetzt haben wir sie bald. How was I supposed to know that MI6 would end up offering me asylum just so they could pair me up with one of their operatives? I mean, Nasha and I got along great, but now I had to work with the government instead of against it. Not usually my cup of tea. Still, I guess it's better than being hunted down by the Saints or Kilbane. I just have to keep myself from pissing off a trained killer is all. Oben auf dem Dach der vorletzte. Markierung setzen für den letzten. So. When Matt Miller came on as my field coordinator, he had a lot of opinions about the Third Street Saints. I've always liked Matt, but I admit he's easily wounded and a bit tetchy when it comes to past offenses. Still, he managed to set some low expectations for that first mission with the Saints. Und der letzte Audiolog. I'm a creature of habit, of structure, which doesn't fit well with the Saints' MO. They have their way of doing things, and at times, I have no idea what they're thinking, or of their infatuation with those god-awful freckled bitches' hamburgers. But when it comes down to it, they get things done. That's impressive, and I'm not easily impressed.